Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in Hooft. Heute ist Freitag, der 18.3. und morgen am Samstag geht eine große Müllsammelaktion los, die der Thomas Müller und Fabian Nowald, die beiden Ortsvorsteher von Sötenich bzw. Hooft, organisiert haben. Super Aktion und wir gehen jetzt mal mit euch gucken, wie es vorher aussieht. Ja, die Folgen der Flut sind noch überall zu sehen. Ha? Hier in Hooft am Bahnübergang, wo der Gillesbach in die Hooft mündet, mit den bekannten Problemen. Aber in Hooft tut sich was. Bauhof und THW sind im Einsatz, wie ihr sehen könnt, auch mit schwerem Gerät. Denn der Ablauf des Gillesbachs wird von Geröll und Schutt befreit. Für heute ist hier zwar Feierabend, aber sonst pumpt das THW den gesamten Gillesbach einmal quer durch Hooft, damit im Unterlauf und in der Einmündung gearbeitet werden kann. Tja, und hier seht ihr die andere provisorische Gillesbach-Mündung. Auf dem Weg nach Sötenich. Ha. Sieht aus, als wäre überall noch viel zu tun. Und da sind wir schon in Sötenich am Dorfplatz. Ihr seht's hier, genug Müll liegt rum, ne? Unterwegs auch. Und wir freuen uns, dass sich mit Thomas Müller und Fabian Nowald zwei Ortsvorsteher gefunden haben, die das hier organisieren und hoffentlich ganz, ganz viele Leute zum Anpacken bringen. Wir sind auf jeden Fall dabei. Also dran denken, morgen, Samstag, 19.03., 11 Uhr, Dorfplatz Sötenich. Seid dabei, packt mit an.